In Regensburg sind jetzt die neuen Gebäude der Justizvollzugsanstalt eingeweiht worden. Rund 26 Millionen Euro hat der Freistaat dafür in die Hand genommen. 4,5 Jahre hat der Bau gedauert. Nach Inbetriebnahme werden 188 Haftplätze zur Verfügung stehen. Interessant ist auch, dass es in manchen Räumen der JVA gar keine Fenstergitter mehr gibt. Für die Sicherheit soll jetzt ein Spezialglas sorgen. Die neuen Räume sollen für die Bediensteten bessere Arbeitsbedingungen schaffen und den Inhaftierten eine verbesserte Versorgung bieten. Zum fünften Mal findet dieses Jahr die Munich Creative Business Week statt. Dieses Jahr ganz im Zeichen des Partnerlandes Niederlande. Auf über 50 Creative Spots präsentieren Kreative aus aller Welt ihre Entwürfe in der bayerischen Landeshauptstadt. Design baut Brücken. Unter diesem Motto finden innovative Designideen und Wirtschaft zusammen. Die MCBW ist mittlerweile die führende deutsche Designveranstaltung und bringt die Metropolregion München auf Augenhöhe mit den europäischen Designhauptstädten Paris und London. Bis zum 28. Februar erwartet die Besucher ein Potpourri unterschiedlichster Veranstaltungen und Events. Die ersten Störche sind zurück und das früher als sonst. Die Rückkehrer wurden in Bayern gesichtet. Diese sind aber nur ein kleiner Teil der Zugvögel und kommen nicht wie gewöhnlich aus Afrika, sondern aus dem Elsass oder Spanien, so der Landesbund für Vogelschutz. Die Störche, die in Afrika überwintert haben, kommen erst im März oder April wieder nach Deutschland. Auslöser für das veränderte Überwinterungsverhalten sollen die Zuchtprogramme aus den 50er und 60er Jahren sein. Dass der Klimawandel eine Auswirkung auf die Tiere hat, ist bis jetzt nur Spekulation. Ein Storch ist somit nicht immer ein Frühlingsbote. Hochmut, Neid, Zorn, Habgier, Trägheit, Völlerei und Wollust. Mit den 7 Todsünden zeigt das Augsburger Diözesanmuseum St. Afra die Auswüchse des menschlichen Fehlverhaltens. So manches Kunstwerk bringt die Besucher aber auch zum Schmunzeln, wie diese Maschine zum Abbauen von Zorn. Die sogenannten 7 Todsünden sind eigentlich keine Sünden, sondern nur Charakterschwächen. Noch bis zum 8. Mai haben Besucher immer von Dienstag bis Sonntag die Gelegenheit, sich mit den 7 Todsünden einmal genauer zu befassen. Ein Fuchs ist der Flugstaffel im Greifvogelpark Katharinenberg in Wunsiedel zum Verhängnis geworden. Im Blutrausch hat er 7 Greifvögel erlegt, darunter sogar ein fast 6 Kilo schweres Steinadlerweibchen. Nachdem der erste Schock überwunden war, haben Falkner aus ganz Europa ihre Solidarität gezeigt. Viele Berufsfalkner haben ihre Unterstützung zugesagt und an Greifvogelparkleiter Eckhard Mickisch neue Vögel geschickt. Diese müssen jetzt noch für die Flugshows trainiert werden. Besucher können sie das erste Mal in Aktion zum Saisonbeginn am 19. März sehen.